Man soll das Leben leben, wie es kommt, immerzu auf das Schönste hoffen und das Schlimmste erwarten. Am schlimmsten steht es um den, der verlernt hat, zu träumen. Die Kunst des Redens besteht darin, zu wissen, wann man aufhören muss. In der Wahrheit liegt eine gewisse Heilkraft. Der Charakter ist der Baum, die Reputation seine Schatten. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Manches scheint groß, weil wir auf die Knie gehen. Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben. Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Ich habe das Leben gern und will es gern behalten. Aber es ist mir lieb, dass es nicht endlos ist. Ein guter Schriftsteller muss ein guter Beobachter sein. Es ist erstaunlich, wie viel Wärme man ausströmen kann, wenn man sich selbst für wichtig hält. Möge mir das Schicksal noch so übel mitspielen, es kann meine innere Freiheit nicht antasten. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Es ist alles bloßes Wortgeklingel. Die Menschen können nicht denken, also reden sie. Nur wer stirbt, bleibt unvergessen. Es ist eine große Gabe, zu schweigen und dabei etwas zu sagen. Mancher meint, die Welt müsse für ihn brechen, weil er ein paar Späne in ihr umhergeworfen hat. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreiflichen zu leben. Es ist eine Tugend, niemandem nachzutragen, was er getan hat. Man darf nie einer Drohung nachgeben, auch wenn sie noch so oft wiederholt wird. Das ist das Schöne am Alter. Es ist so ruhig geworden in einem selbst. Vielen Dank, dass du dir die Zitate angesehen hast.